So, nochmal einen wunderschönen guten Abend zum kostenlosen Vortrag mit Charlotte Shanti. Es ist eine Freude, dass das jetzt zustande kommt. Charlotte ist eine neue Dozentin für das IAK, eine sehr erfahrene Kinesiologin, die in Dänemark ihr eigenes System auch entwickelt hat, war schon häufig Speakerin international bei der NOLATIV-Konferenz. Silke, unsere Übersetzerin, hat Charlotte dort auch schon übersetzt. Das heißt, sie kennen sich aus diesem Kontext schon. Und freue mich sehr, dass wir auch zahlreich jetzt hier dabei sind. Wir haben auch viele Anmeldungen, die das dann nachträglich schauen, aber trotzdem sind wir eine nette Runde hier zusammengekommen. Und Silke Schmidt ist eure Übersetzerin. Und genau, Charlotte wird sicherlich noch kurz selber was von sich berichten und wünsche jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Vortrag und bin auch für euch da, wenn es am Ende noch an mich Fragen gibt. Okay, Charlotte, do a small introduction and you can start. Ja, vielen Dank, Alexander. I understand German and I also read German, but unfortunately I don't speak it anymore. Also ich So, but verstehe. fortunately we have Silke. Also vielen Dank, Alexander, für die kleine Einführung. Ich verstehe Deutsch, ich kann auch Deutsch lesen. Leider spreche ich es nicht. Zum Glück haben wir die Silke hier, die das übersetzt. And I want to thank Alexander and Iako for inviting me. I wrote to Alexander last year asking him would he be interested in my material, and instantly he said yes, please come. And so I'm very grateful for this opportunity, and it's wonderful that you are all here. Und ich möchte mich auch bei Alexander und beim IHK bedanken, dass sie mich eingeladen haben. Letztes Jahr schon habe ich dem Alexander eine E-Mail geschrieben, habe ihn gefragt, hast du Interesse an meinem Material? Er hat sofort Ja gesagt. Und deshalb bin ich sehr dankbar für diese Gelegenheit und bin auch dankbar, dass ihr heute Abend alle da seid. So I'm going to make a presentation of how to combine the dimensional system with kinesiology. Ich habe jetzt hier eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, um euch zu zeigen, wie man die Dimensionen einbauen kann in die konventionelle Kinesiologie. And because we have only 1 hour today, I'm going to stick to my PowerPoint. But just to let you know that usually when I do courses, I don't do PowerPoints like this. I do more interacting and more intuitively. Dadurch, dass wir heute nur eine Stunde Zeit haben, habe ich diese PowerPoint-Präsentation vorbereitet, werde mich da auch dran halten. Aber ich möchte, dass ihr wisst, wenn ich Kurse unterrichte, dass ich da eben keine PowerPoint-Präsentation halte, dass ich da viel mehr frei unterrichte und es auch sehr interaktiv gerne mag. Das ist mir wichtig. Okay. Alexander, bevor wir anfangen, vielleicht machst du die Charlotte zum Spotlight, sodass, wenn ich übersetze, dass immer die Präsentation auch für die Aufzeichnung im Bild ist, sonst sehen die alle mein Gesicht und können mich schon nicht mehr sehen, weil sie die Präsentation nicht sehen. Yes, Yeah, I good do. idea. I'm going to share my screen with the presentation and we will get started. Ich teile jetzt meinen Bildschirm mit euch, mit der Präsentation und dann geht's auch schon los. So I've called my presentation Dimensions and Innovative Solutions for Muscle Testing. And of course, muscle testing is a broad way of saying kinesiology. Ich habe mein System genannt Dimensionen und innovative Lösungen für das Muskeltesten. Und natürlich ist es so, dass der Begriff Muskeltesten eine ganz weitgreifende Bezeichnung dafür ist, was Kinesiologie bezeichnet. And also because some people that I teach use dowsing. Und Dowsing ist. Is what you call it, when you have a crystal and you can sort of test with the crystal, is it swinging right or left? So this is yes or this is no. I'm not sure what it's. Pendeln is it in German rather, Pendeln, ja. yeah. Ich habe mich jetzt nochmal rückversichert, dass ich das auch richtig übersetze. Tatsächlich ist es so, dass ich viele Leute getroffen habe, die statt dem Muskeltest mit Pendeln gearbeitet haben. Genau. Genau.
So this is just a little bit about me. I've been a professional kinesiologist since 2012. I live here in Denmark, close to nature by the sea, with my family and a border collie. I've always been spiritually interested and curious, asking the question, who am I? And this has led me to a lot of travels around the world. Also ich bin eine professionelle Kinesiologin seit 2012. Ich lebe hier in Dänemark in der Nähe eines Naturreservoirs zusammen mit meiner Familie und einem Border Collie. Ich war spirituell schon immer interessiert und neugierig und habe mich sehr für die Frage engagiert, wer bin ich? Und diese Frage hat mich in ganz viele Länder rund um die Erde geführt. And since 2014, I have been working with an ethereal community called 5D Lightship City of Light. And I have been integrating the teachings that I'm receiving from these light beings into kinesiology. And this is what I want to show you today. Seit 2014 arbeite ich mit einer Gemeinschaft zusammen, die nennt sich die City of Light, die Stadt des Lichts, und habe da die ätherischen oder himmlischen Lehren tatsächlich, also etwas, was nicht greifbar ist. Also ich bin verbandelt mit dieser Gruppe und das, was ich sozusagen übermittelt bekomme von diesen Wesenheiten, das habe ich in die Kinesiologie mit einfließen lassen. And I call my work energy frequency tuning. Ich nenne meine Arbeit Energiefrequenztuning. And maybe as a kinesiologist you can understand how we tweak the energies and frequencies that we are, when we are working with people. This is my understanding of our work. Und tatsächlich könnt ihr als Kinesiologen ja tatsächlich auch verstehen, wie wir unsere Energien bei der Arbeit feintunen, wie wir sie fein justieren, während wir unsere Arbeit verrichten. Und das ist das, warum ich das so genannt habe. So today, I'm going to talk about how we enhance classical kinesiology modalities and methods through the dimensional system to embrace new solutions for muscle response testing. Heute geht es mir darum, die klassische Kinesiologie auszuweiten durch neue Modalitäten, Ausführungsarten, wie wir durch das dimensionale System neue Lösungen für unseren Muskeltest integrieren, umarmen können. And I want to show you how the dimensional system gives us a unique tool to embrace and develop new solutions for balancing, harmonization, transformation, healing, and activation of our multidimensional energy system that we can see that the person on the picture is using. Und mir geht es einfach darum, euch heute zu zeigen, wie wir dieses dimensionale System uns integrieren können, wie es uns ein einzigartiges Werkzeug ist, das wir empfangen können und dadurch neue Lösungen für Balancieren, für Harmonisierung, für die Transformation, für die Heilung und für die Aktivierung dieses multidimensionalen Energiesystems verwenden können, so wie es die Person hier rechts im Bild auch tut. So we are opening up to space, so to speak. Wir öffnen uns sozusagen in den Raum für den Raum, sozusagen. So in this century, our energy system is in an amazing changing process from a basic energy system that is well described in kinesiology into a multidimensional energy system that yet has to be included and described. In diesem Jahrhundert ist es so,
dass unser Energiesystem sich in einem ganz wunderbaren Prozess der Veränderung befindet, von einem grundlegenden Energiesystem, das in der Kinesiologie sehr gut beschrieben ist, in ein multidimensionales Energiesystem, das jetzt noch inkludiert werden kann in die Kinesiologie und beschrieben werden muss. As you may have noticed, more and more clients open up to and resonate with the dimensional energies and frequencies. Many clients experience difficulties with life on Earth, for instance. We need to look at them as energy frequency beings and start offering high energy frequency balancing. This, together with known kinesiology, and muscle testing modalities and methods. Vielleicht habt ihr das schon bemerkt. Immer mehr Klienten öffnen sich für und resonieren mit den dimensionalen Energien und Frequenzen. Viele Klienten erfahren auch Schwierigkeiten mit ihrem Leben auf der Erde und wir müssen unsere Klienten als energetische Wesenheiten mit einer Schwingung begreifen und eben anfangen, ihnen auch eine Balance anzubieten, wo es darum geht, diese Energiefrequenz zu balancieren. All das zusammen mit der schon bekannten Kinesiologie und den bekannten Muskeltesten, den Modalitäten und Methoden, die wir schon kennen. So what I'm teaching is not replacing anything you already know. What I'm doing is enhancing it, adding something. Das, was ich also unterrichte, ersetzt nicht das, was ihr bisher schon kennt. Es geht mehr darum, es nochmal zu erweitern, etwas hinzuzufügen. It's about collaboration and about enhancing and expanding our minds. Also es geht einerseits um eine Zusammenarbeit, aber auch darum, unseren Verstand auszuweiten, auszudehnen, uns zu öffnen für was Neues. I'm sure a lot of you are used to sensing or feeling energies, and so I would like to enhance this hour with you feeling the energies also of what I'm talking about. Ich bin ganz sicher, viele von euch, die heute Abend da sind, sind es schon sehr wohl gewohnt, Energie zu spüren oder zu fühlen. Und ich möchte heute Abend einfach diese Stunde nochmal ausdehnen und euch die Gelegenheit geben, eben diese Energie zu spüren und zu fühlen. So I would like to invite you to just feel yourself and feel the energy that you are sitting in right now. Und deshalb möchte ich euch einladen, einfach mal die Energie zu spüren, die sich gerade um euch herum befindet, in der ihr wörtlich übersetzt gerade drin sitzt. So what I'm doing is to open up to the fifth dimension and invite you inside the 5D Lightship City of Light. And we are already here. Was ich also tatsächlich jetzt mache, ist, dass ich für die fünfte Dimension öffne und dass ich euch einlade, in diesem fünften Dimension City of Light, also Stadt des Lichts, Raumschiff mitzusitzen. So, you should be feeling that your energy expanded and maybe enhanced your mind. Vielleicht habt ihr jetzt schon gespürt, dass eure Energie sich erweitert hat und mit dieser erweiterten Energie auch der Verstand sich erweitert hat. And you may notice that there are light beings also now present in this presentation. Und vielleicht könnt ihr sogar spüren, dass Wesenheiten des Lichts jetzt hier in dieser Präsentation bei uns sind. So we invite you into the energies and just enjoy. Das heißt, wir laden euch ein hin zu diesen Energien und ihr könnt sie einfach genießen. So
So a dimension where we are now in the fifth dimension is in its essence a layer of energies and frequencies where each dimension resonates with a specific theme or subject. And we can consciously tap into these dimensions for equally expansion of energy, mind, and balancing. Now 20 dimensions are open and available to us. Eine Dimension ist im Grunde genommen eine Schicht bestimmter Energien und Frequenzen, und jede Dimension resoniert noch einmal mit einem besonderen Thema oder einem besonderen Subjekt. Und wir können ganz bewusst in diese Dimensionen eintauchen, gleichzeitig um eine Ausdehnung der Energie zu erreichen und um zu balancieren. Mittlerweile sind 20 Dimensionen für uns geöffnet und wir können die, also sind für uns geöffnet und zugänglich. The third to the fifth dimension are predominant these years, as Earth as a collective moves from the fourth to the fifth dimension. You may have heard of this from the age of Aquarius. This is another way of describing the dimensional system. Derzeit sind die dritte bis fünfte Dimension hauptsächlich auf dieser Erde, und wir bewegen uns als Menschen auf dieser Erde mit der Erde zusammen von der vierten in die fünfte Dimension. Vielleicht habt ihr auch schon mal sowas gehört wie Wassermann-Zeitalter. Wir bewegen uns dahin, und genau das ist nochmal eine andere Art, das zu beschreiben. So to give you an idea how I understand kinesiology and how to fit it into the dimensional system, I have made the following brief overview. Um euch nun mal eine Vorstellung davon zu geben, wie ich Kinesiologie verstehe und andere Therapieformen und wie die in dieses dimensionale System reinpassen, habe ich euch im Folgenden mal eine kurze Übersicht zusammengestellt. So on the left side, we have the 3D and 4D energy system, third and fourth dimensional energy system. At present, Earth and maybe one other energy functions side by side. There is no stable connection between them and they are balanced separately. Tatsächlich ist es so, dass derzeit die Erde und vielleicht noch die Energiefunktion von einer anderen und eine weitere Energiefunktion Seite an Seite existieren. Es gibt keine stabile Verbindung zwischen den beiden und sie werden unabhängig voneinander balanciert. So when we work as kinesiologists, we test on one of these energy systems. The one could be Earth, the other one could be Pleiadian, for instance. Some people have opened up to their space reality. So they could be Pleiadian. Und tatsächlich ist es so, wenn wir als Kinesiologen arbeiten, dann testen wir tatsächlich in zwei unterschiedlichen Dimensionen. Einerseits zum Beispiel auf der Erde, die andere Dimension könnte die Plejaden sein. Einige von uns haben sich schon für diese Energie geöffnet und sind plejadisch. So this is more or less simple, but as we know as kinesiologists, this is difficult enough sometimes and complicated. Und das ist ja für sich genommen an sich schon ganz einfach, aber wie wir Kinesiologen wissen, ist ja das auch schon manchmal ganz schön knifflig und kompliziert. So when we open up to the fifth dimension, then we also open up to even more energy systems. Das heißt, wenn wir uns für diese fünfte Dimension öffnen, öffnen wir uns gleichzeitig auch noch nur für viel mehr und andere Energiesysteme. So they are contained inside an egg shape. And there can be, for instance, four different energies working and functioning at the same time. Und all diese Energiesysteme sind dann eingefasst von einer Form wie ein Ei geformt. Das heißt, es können zu einem bestimmten Zeitpunkt vier unterschiedliche Energiesysteme gleichzeitig am Start sein, gleichzeitig miteinander
Also wenn wir testen gleichzeitig am Start, also wie sage ich das jetzt am besten, gleichzeitig Dinge tun, gleichzeitig arbeiten. Ja, genau. And to reach this fifth dimension and all these four energy systems very directly, we need to use coded crystal tools, pure energy. Und um all diese vier Energiesysteme in der fünften Dimension gleichzeitig zu erreichen, brauchen wir tatsächlich kodierte Kristalle, um die alle gleichzeitig ansprechen zu können. So the third dimension is life on the surface of Earth. Humans live on the surface of Earth together with other beings, biological life, plants and animals. We live in a linear time-based reality where we follow the change of the seasons and the movements of the planets in the sky. And the third dimension is also the skin on our body. Die dritte Dimension ist das Leben auf der Oberfläche der Erde. Die Menschen leben auf der Oberfläche der Erde zusammen mit anderen Wesenheiten, anderen Menschen, biologischem Leben zusammen mit Pflanzen und Tieren. Wir leben in einer linearen, zeitzentrierten oder zeitbasierten Realität, wo wir den Wechseln der Jahreszeiten folgen und den Planeten und wie sie sich am Himmel bewegen. Die dritte Dimension ist gleichzeitig auch die Haut des Körpers. So if we look at what systems we have in the third dimension, we have the seven chakras, 14 meridians, two DNA strings, two dimensions, that is the third and the fourth, and seven rays through the ascended masters. Wenn wir uns anschauen, welche Systeme zur dritten Dimension zugeordnet sind, sind es die sieben Chakren, die 14 Meridiane, zwei DNA-Stränge, zwei Dimensionen, die dritte und die vierte und die sieben Strahlen durch die aufgestiegenen Meister. And energies, we have food for our physical body, supplements, tablets that we are eating with different herbs, for instance, and uncoated stones and crystals. Als Energien stehen uns zur Verfügung das Essen, das physische Essen für unseren physischen Körper, Nahrungsergänzungsmittel und Tabletten, zum Beispiel Kräuter, die wir in Form von Tabletten zu uns nehmen, und unkodierte Steine und Kristalle, sprich Edelsteine. And if we look at kinesiology, eye group, touch for health and physical massage and acupuncture in the third dimension. Und wenn wir uns jetzt die unterschiedlichen Kinesiologie-Methoden anschauen, dann ordne ich Touch for Health, physische Massagen und die Akupunktur in diese dritte Dimension ein. In the fourth dimension, it's the atmosphere and the collective consciousness. Above Earth, the atmosphere exists as an airy, intangible area. Here is our common consciousness, where we nourish each other with positive, negative, or balanced thoughts and feelings. Here also live the gods, as we in the Nordic countries know from Valhalla and other great cultures, for inspiration and enhancing the mind. In dieser Atmosphäre der vierten Dimension haben wir ein kollektives Bewusstsein. Oberhalb dieser irdischen Atmosphäre ist eine luftige, immaterielle, ein immaterieller Bereich, den man nicht anfassen kann. Hier ist unser Gemeinschaftsbewusstsein, wo wir uns gegenseitig nähren mit positiven, negativen oder ausbalancierten Gedanken und Gefühlen. In dieser Dimension leben auch die Götter, so wie wir sie hier zum Beispiel in den nordischen Ländern kennen von Valhalla oder von anderen großen Kulturen, die uns dann inspirieren und uns dabei helfen, den Verstand auszudehnen. So again, if we look at the systems in the fourth dimension,
We have transition systems, like for instance, 7 plus 5 chakras. This is not the 12 chakra system. It is the 7 chakra system plus, for instance, 5 chakras. And then we have the Merkaba, which is the pre-light body. Wenn wir uns die Systeme angucken in der vierten Dimension, dann haben wir hier beispielsweise das System der 7 plus 5 Chakren. Es ist also nicht das 12-Chakren-System, sondern 7 plus 5. Und gleichzeitig haben wir eben Merkaba, der Vorläufer des Lichtkörpers. When we look at energies, we have feelings and the mind, polarity and archetypes, homeopathy and flower remedies, Vega-Test und E-Libra, Bioresonanz and machine-coded crystals and test vials. Wenn wir uns die Energien anschauen, dann haben wir die Gefühle und den Verstand. Wir haben Polarität und Archetypen. Wir haben Homöopathie und Blütenessenzen. Wir haben den Vega-Test und die E-Libra-Bioresonanz und tatsächlich maschinenkodierte Kristalle und Testviolen. When we look at kinesiology and other therapies, we have Reiki healing, psychology, clairvoyance, healing, brain gym, kinergetics and educational kinesiology. Wenn wir uns hier auf dieser Ebene wieder schauen, welche Kinesiologiesysteme gehören wohin, haben wir hier einmal Heilen durch Reiki, Psychologie, Hellsichtigkeit, Heilen, Brain Gym, Kinergetics und Eduka. So now we look at the new fifth dimension. This is the dimension of the Pleiades, where there is love and where the coming golden age takes place. Love binds this dimension together. It is the meeting place of beings from all dimensions, where they can easily meet halfway. Peace, love and light reign here. City of Light is found here along with many other light ships. They help Earth and humanity with ascension. Jetzt gucken wir uns die fünfte Dimension an. Das sind die Plejaden, die Liebe und das goldene Zeitalter. Liebe hält diese Dimension zusammen. Es ist ein Treffpunkt, wo Wesenheiten von allen Dimensionen sich mit Leichtigkeit in der Mitte treffen können. Frieden, Liebe und Licht regieren in der fünften Dimension. Die Stadt des Lichts ist hier anzutreffen, genau mit unzähligen anderen Lichtschiffen oder Feuerschiffen. Sie helfen der Erde und der Menschheit beim Aufstieg. And if you just take a moment again to feel the energy, you may notice we are back in the fifth dimension as earlier when I opened up to the fifth dimension. Und wenn ihr euch jetzt noch mal einen Moment Zeit nehmt und noch mal reinspürt, dann spürt ihr, dass wir wieder in der fünften Dimension sind, die ich ja vor einer kleinen Weile auch für uns hier geöffnet habe. So when we look at the systems in the fifth dimension, we have 12 chakras. This is the full-blown 12 chakra system. We have 27 meridians. We have the 14 that we already know, and then 13 new etheric meridians. We have 12 DNA strings, the 2 physical we already know, plus 10 additional light bearers. Then we have all the dimensions, 15 rays through the ascended masters, and we now have a light body.
Und wenn wir uns die Systeme der fünften Dimension anschauen, dann haben wir jetzt das komplette ausgewachsene 12-Chakren-System. Wir haben 27 Meridiane, wir haben die 14 plus eben 30 ätherische Meridiane. Wir haben jetzt nicht mehr zwei, sondern 12 DNA-Stränge, also 10 zusätzliche, die das Licht bringt. Es umfasst alle Dimensionen und wir haben jetzt 15 Strahlen durch die aufgestiegenen Meister und wir haben jetzt einen Lichtkörper. So all of a sudden, our energy system is much more complicated, as I also showed you before in the drawing with the energy systems. Und ganz plötzlich ist unser Energiesystem viel komplizierter als vorher, wie ich es euch ja vorher in dem Bild auch schon gezeigt habe. So what we need here are 5D energy medicine. And 5D coded crystal tools. Was wir hier also brauchen für unser Energiesystem, ist die 5D-Energiemedizin und die 5D-kodierten Kristallwerkzeuge. Kinesiology in the fifth dimension is new, so I can mention the energy frequency tuning that I am working on. We have telepathy, direct communication. Through the mind and healing, instead of just calling it healing, it unfolds into activation, balancing, harmonization, transformation, and other methods. So healing is not just healing anymore. In der fünften Dimension ist Kinesiologie etwas ganz Neues. Was man dazu zählen kann, ist dieses Energy Frequency Tuning, wie ich es eben entwickelt habe. Die Telepathie, dass wir also vom Mind, von Gehirn zu Gehirn, von Verstand zu Verstand kommunizieren können und letztlich das Heilen. Aber die Heilmethoden sind nicht einfach nur mehr das Heilen, sondern entfalten sich in Aktivierung, in Balance, in Harmonisierung und in Transformation. Heilen ist einfach nicht nur Heilen, sondern bringt all diese Dinge mit sich. So, how to open up to the fifth dimension is one of the questions that I first thought about. And I got the information and insight that we could use a hand mode for the fifth dimension. Die Frage, die uns hier jetzt interessiert, ist die, wie können wir uns denn für die fünfte Dimension öffnen? Das ist eine Frage, die ich zuerst gestellt habe und ich habe die Information bekommen, dass wir uns für die fünfte Dimension mit einem Hand Mode öffnen können. And the hand mode is that you hold your palm upward. And this will open up to the fifth dimension where all 20 dimensions unfold. Und die Antwort, die ich bekommen habe, dass wir einfach unsere Hand mit der Handfläche nach oben halten und dadurch wird die fünfte Dimension geöffnet, wo sich alle 20 Dimensionen entfalten. I would like for you now to do this exercise. Take your hand and hold your palm upwards. I hope you can see my hand. And think, there is something I don't know. Let kinesiology and muscle testing guide me. And try and feel how this is a receiving and open posture. Ich möchte, dass ihr jetzt mal diesen Handmode ausprobiert. Ich hoffe, dass ihr meine Hand sehen könnt. Falls ihr es nicht könnt, oben rechts über die Ansicht könnt ihr euch die Charlotte einfach nochmal angucken und dann seht ihr die Hand. Und ich möchte, dass ihr mal reinspürt und dass ihr seht, dass diese Handbewegung ganz einfach ein offener, einladender Mode ist, dass der Dinge nochmal öffnet. Spürt mal rein, wenn ihr das macht. Can you feel it? Könnt ihr das spüren? I see some nodding. Wonderful. Einige von euch sehe ich nicken, dass sie es spüren können. Ganz wunderbar. So this is a head mode for the fifth dimension.
that you can use in your modalities and methods to open up to the dimensional system and thus enhance and invite additional information, experiences, and balances to your clients in your work at any time in the process that you like. Jetzt habt ihr schon diesen Hand-Mode gelernt und diesen Hand-Mode für die fünfte Dimension könnt ihr in allen Modalitäten, mit denen ihr in der Kinesiologie arbeitet, allen Methoden benutzen, um dieses dimensionale System zu öffnen und dadurch zu erweitern und zusätzliche Informationen, Erfahrungen und Balancen einzuladen für den Klienten und für eure Arbeit. Und in jedem Prozedere, das ihr kennt, könnt ihr das verwenden. You can work on a conscious or unconscious level. You don't need exact knowledge of each dimension. The dimensional system, like any other systems, can go even deeper with conscious understanding, of course. Und ihr könnt auf dieser Ebene bewusst oder auf der unbewussten Ebene arbeiten. Ihr braucht kein exaktes Wissen von jeder einzelnen Dimension. Natürlich verhält es sich aber so, dass dieses dimensionale System wie jedes andere System sich nochmal tiefer verbindet, wenn auch im Bewusstsein ein Verstehen dafür da ist. Conny, ich habe die Frage gesehen, ich stelle sie später. So, when you are doing a balancing on a client and you think, I would like to use the hand mode for the fifth dimension, you just open your hand and let the information flow to you or flow to the client. And then if you can feel or sense, then you can tell the client what you are sensing. If you don't feel or sense, just rest assured that energies and frequencies are flowing to your client. Wenn ihr also mit eurem Klienten arbeitet und das Gefühl habt, dass ihr die fünfte Dimension euch erschließen solltet, könnt ihr einfach diesen Hand-Mode verwenden. Dann öffnet ihr eure Hand und lasst die Informationen zu euch oder zu eurem Klienten fließen. Wenn ihr, dann könnt ihr es fühlen oder spüren. Wenn ihr aber nichts fühlen oder spüren könnt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Energien dennoch fließen. So this is a very open way of working with the fifth dimension. Das ist also hier eine ganz offene, also nicht vorgeschriebene Art, wie man mit der fünften Dimension arbeiten kann. But I want to show you how you can work more concrete with the fifth dimension. So I'm going to use switching and water and dehydration as simple examples to demonstrate how you can take something well known and unfold it and innovate it in the dimensional system. Das war jetzt eine ganz offene Art, mit dieser fünften Dimension zu arbeiten. Jetzt möchte ich es mit euch etwas konkreter machen. Ihr alle kennt Switching oder den Wassertest, den Test auf Dehydration. Und das sind jetzt eben einfache Beispiele, um euch zu zeigen, wie man etwas, was man sehr gut kennt, nochmal benutzen kann und es sich in diesem dimensionalen System entfalten lassen kann. So let's look at switching. Schauen wir uns mal. Accurate kinesiology testing requires that the energy system is in a suitable state for testing. For this purpose, most kinesiologists start with switching to ensure the energy flows freely in the meridian system. Schauen wir uns mal das Switching an. Eine genaue Kinesiologie, ein genaues Testen erfordert ja, dass das Energiesystem in einem angemessenen Stadium ist, um es zu testen. Für diesen Zweck fangen Kinesiologen ja mit dem Switching-Test an, um sicherzustellen, dass die Energie frei fließen kann im Meridiansystem. So to be absolutely sure that your switching is on now,
Let us all do this together. Und um absolut sicher zu sein, dass unser Switching jetzt gut funktioniert, lasst uns das mal alle zusammen machen. Okay, so balance your switching, create K27 for right and left and navel. Also ihr kennt ja den Test, Niere 27, rechts, links plus der Nabel und danach wechselt ihr die Hände. And then over and under lips for up, down and navel. Und dann kennt ihr das überhalb und unterhalb der Lippe, hoch und runter plus Nabel. Good. And navel and tailbone for front and back. Nabel und Steißbein vorne und hinten. And change hands. Und dann nochmal die Hände wechseln. Okay, good. So this is how we would do it when we are working with clients. So würden wir es normalerweise machen, wenn wir mit den Klienten zusammenarbeiten. So now let's look at the dimensional system and the procedure for doing the same switching in the dimensions. Und jetzt gucken wir uns nochmal das dimensionale System an und machen das gleiche Prozedere, diesmal aber in den Dimensionen. First, you test if you should balance switching in the dimensions. If Also yes, test in which dimension you should balance switching, third dimension, fourth or fifth dimension. Als erstes wird getestet, ob ihr das Switching in den Dimensionen testen sollt. Wenn das die Antwort ja ist, dann testen wir, dann fragen wir, in welcher Dimension getestet werden soll, der dritten, der vierten oder der fünften Dimension. And please notice that even though you have just done your switching, it might be that new layers have opened up because we have set the intentions for opening all the dimensions. Und bitte nehmt nochmal zur Kenntnis, auch wenn es hier nur um diesen Switching-Test geht, dass sich möglicherweise neue Schichten hier geöffnet haben, einfach dadurch, dass wir die Intention gesetzt haben, diesen Switching-Test auch in anderen Dimensionen durchzuführen. So now you test which switching point is off in the appropriate dimension using the following method. Und jetzt könnt ihr testen, welcher Switching Point gerade also nicht gut funktioniert in der angemessenen Dimension anhand der folgenden Methode. So in the third dimension, you do a light massage while you test. And then you can test all the points. In der dritten Dimension wird während des Tests eine leichte Massage durchgeführt. Und dann könnt ihr, während die Massage stattfindet, alle Punkte testen. In the fourth dimension, you use light touch In der and vierten test. Dimension benutzt ihr eine leichte Berührung während des Testens. In the fifth dimension, you use the fifth dimension hand mode in a pause lock and then do the light touch. So first pause lock and then light touch. In der fünften Dimension benutzt ihr den Handmodus, den ihr in den Verweilmodus nimmt, und dann mit diesem Handmodus im Verweilmodus und leichter Berührung wird dann auch hier getestet. So please test this. Bitte probiert's mal aus, testet das mal. Okay. So now we're going to do the balancing. Jetzt setzen wir die Balance oben drauf. In the third dimension, you balance the switching points that are off by massaging.
In der dritten Dimension werden die Switching Points, die balanciert werden müssen, durch Massage balanciert. In the fourth dimension, you balance the switching points by light touch. In der vierten Dimension werden die Switching-Punkte durch leichte Berührung balanciert. And in the fifth dimension, again you put the hand mode in a pause lock and then you balance by light touch. In der fünften Dimension macht ihr es so, dass ihr die Handposition, den Handmode wieder in den Verweilmode nehmt und dann erfolgt die Balance auch über die leichte Berührung. So please do that now. Bitte macht das jetzt mal. Good. And then retest to make sure that the switching is on. Und testet es dann nochmal nach, um sicherzustellen, dass das Switching jetzt auch tatsächlich on ist, dass es funktioniert. Could you all feel a difference and did you find a dimension that was off in the switching? Konntet ihr alle den Unterschied spüren und habt ihr tatsächlich auch eine Dimension gefunden, wo ihr gemerkt habt, dass das Switching off war? See some nodding. Wonderful. Ich sehe einige nicken, ganz wunderbar. So let's do water and dehydration. Dann machen wir jetzt mal den Test, den Wassertest. So with the two dogs here swimming in the water, take some water as you usually do. Drink some water. Und während ihr hier diese beiden Hunde seht, wie die sich im Wasser vergnügen, macht mal einfach, nehmt einen Schluck Wasser, wie ihr das normalerweise auch macht, wenn ihr auf Dehydration testet. Good. Now we're going to unfold the procedure water and dehydration in the dimensions. Und jetzt entwickeln wir zusammen das Prozedere, wie man auf Wasser und Dehydration in den Dimensionen testet. So first you test if you should balance yourself in the third, fourth or fifth dimension. Zuerst wird getestet, ob ihr euch selbst in der dritten, vierten oder fünften Dimension balancieren sollt. In the third dimension, you balance yourself by drinking water, as we just did. This is physical water that we drink with our physical body. In der dritten Dimension funktioniert die Balance ganz einfach dadurch, dass ihr einen Schluck Wasser trinkt. Das ist ja physisches Wasser in der physischen Dimension. In the fourth dimension, you balance by swirling water in the mouth, and the water is absorbed. Like flower remedies or homeopathic medicine. Und in der vierten Dimension balanciert ihr die Dehydration, indem ihr das Wasser im Mund tatsächlich herumwirbelt. Und dieses Wasser wird vom Körper dann aufgenommen, so wie eine wie eine Bachblüte, also wie eine Essenz, eine heilende Blütenessenz. And in the fifth dimension, again, you put the hand mode in pause lock and you hold the water to your navel, and the water is absorbed by your light body. Und die Korrektur in der fünften Dimension erfolgt so, dass ihr den Handmode wieder in den Verweilmode nehmt und dann haltet ihr das Glas Wasser an euren Nabel und damit kann der Lichtkörper dieses Wasser absorbieren. So please balance yourself in the dimension that you need it. Bitte balanciert euch jetzt mal in der Dimension, die es für euch gerade braucht. And retest yourself. Und testet nochmal nach.
Good. Could you all feel this and sense that a dimension was off now that we opened up to the dimensional system? Konntet ihr das alle führen und nachvollziehen, dass in einer der Dimensionen die Hydration tatsächlich nicht balanciert war, jetzt wo wir uns ja geöffnet haben für die fünfte Dimension? Konntet ihr es spüren? Again, I see some nodding. Thank you very much. Und ich sehe wieder einige Nicken. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. We also have some feedback in the chat. Sabine wrote for two questions. Absolutely, I feel it. Wonderful. Thank you, Sabine. Just to summarize, I hope this simple demonstration will inspire many kinesiologists to take a new look at classical kinesiology modalities and methods and enhance them with the new possibilities that lie in the fifth dimension. Ich hoffe, dass diese kleine, einfache Demo euch inspirieren wird oder viele Kinesiologen inspirieren wird, nochmal einen neuen Blick zu werfen auf die klassische Kinesiologie, die klassischen Werkzeuge und Methoden und diese zu erweitern mit den neuen Möglichkeiten, die wir durch die fünfte Dimension haben. As mentioned earlier, we need to be balanced in all dimensions. So we need all kinesiology modalities and methods, and we need to balance our body, balance our mind, and balance our energies and frequencies. Wie ich vorher schon gesagt habe oder erwähnt habe, ist es tatsächlich so, dass wir in allen Dimensionen balanciert sein müssen. Das heißt, wir brauchen alle Kinesiologie-Werkzeuge, Modalitäten, Methoden. Wir brauchen einen balancierten Körper, einen ausgeglichenen Verstand und balancierte Energien und Frequenzen. So where to go from here? Well, as you know, IACO is holding some classes with the coding test kits and energy medicine on 12 April. And we're doing a course on coded crystals ascension balance from 31st May to 2nd June. Alexander will write to you tomorrow with more specific information on these courses. So, thank you very much. So, wie geht's jetzt ab hier weiter? Tatsächlich ist es so, dass der IHK die Charlotte eingeladen hat, zwei Workshops zu unterrichten. Ein Workshop wird am 12. April stattfinden. Da geht es um Testkits und Energiemedizin. Und es gibt dann im Anschluss Ende Mai bis Anfang Juni, 31. Mai bis 2. Juni, nochmal einen dreitägigen Workshop, wo es dann nochmal um kodierte Kristalle geht und eine Balance des Aufstiegs. Vielen Dank an euch. There's one question, Charlotte. So Yeah. When you do that hand mode, does it have to be the right or the left hand, or doesn't it matter? It doesn't matter. This is so beautiful about the fifth dimension because it opens up to creativity and there is no right, there is no left. Ah, wie wunderbar. Liebe Conny, ich habe deine Frage gestellt wegen des Handmode. Muss der mit rechts oder mit links gemacht haben? Beides ist möglich. Und das ist ja eben das Schöne an der fünften Dimension, dass es uns öffnet für die Kreativität und dass es in der fünften Dimension gar kein rechts und kein links gibt. Wenn ihr We Fragen can take habt, a moment to do some questions and answers if you have any. Genau, also das wollte ich gerade sagen. Ihr dürft natürlich jetzt auch eure Fragen stellen. Ihr dürft auch einfach mit uns reden. Ihr also könnt in den Chat schreiben, aber ihr könnt auch einfach mit uns reden. So, die Andrea hat gefragt, Wassertest der Dimension. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie ich da testen kann, in welcher Dimension der Wassertest gebraucht wird. So, Andrea said, when it's about the hydration test, I did not understand how I can test in which dimension the test should be taken. Ah, okay. You can do it verbally. Say, I need to
balance my water in the third dimension, yes or no? Or you can point to the text in the procedure and then find a strong answer or a weak answer. That could be two methods to do it. Lieber Andrea, does that make sense? Yes, absolutely. Lieber Andrea, schau mal, du kannst den Test sozusagen verbal testen. Brauche ich es in der dritten, brauche ich es in der vierten, brauche ich es in der fünften Dimension? Entweder, dass du es so fragst, du kannst auch mit Ja oder Nein testen. Oder du machst es einfach, indem du auf den Test zeigst, auf diesen, auf die Folie, dritte, vierte, fünfte. Und dann kannst du es testen, auch wieder mit Ja oder Nein. Macht es für dich Sinn? Hast du es so verstanden? Ah, she had it schon verstanden. She said, brilliant, thanks. She understood you right away. Okay, wonderful, wonderful. Falls es auch noch Fragen gibt, ihr dürft auch gerne euer Mikrofon jetzt freischalten und auch die Frage direkt stellen, falls es noch Fragen gibt. Well, I have a question for you, because only before I could only see a few of your faces. Now that I can see you all, would you like to tell me, can you feel the energies and does it make sense to enhance kinesiology like I'm proposing? Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Vorher, als die Präsentation aufgeblendet war, konnte ich gar nicht alle eure Gesichter sehen, sondern nur einige. Aber jetzt, wo ich alle Gesichter sehen kann, möchte ich mal von euch wissen, habt ihr tatsächlich einen Unterschied in der Energie gespürt und macht es für euch Sinn, das Instrumentarium der Kinesiologie durch diese Dimensionen zu erweitern? Macht mir gerne mal über die Reaktionen ein Handzeichen unten in der Leiste oder euch auch so bemerkbar mit einem Daumen nach oben oder was auch immer eure Reaktion sein würde. Okay. Wonderful. Because it's very close to my heart to make everybody understand that what you already know and you must use every day. So this is a add-on. This is something extra that you can use on top of what you already know. And this is another beauty of the fifth dimension. Nothing is lost. Everything can be used. Vielen Dank für eure Reaktion, denn das ist etwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Einfach nochmal zu sagen, dass all das, was ihr bisher schon kennt und gelernt habt, dass das auch notwendig ist und dass dieses Dimensionale tatsächlich nur noch mal eine Erweiterung ist, etwas, was es extra obendrauf gibt, quasi ein Zusatz. Und das ist eben auch das Schöne an der fünften Dimension, dass nichts, was es gibt, verloren gibt, dass alles integriert werden kann. So, Charlotte, I think that's really exciting information, and I'm really happy that we offer it here in Germany because so simple examples you show with hydration and it's make more fun to test more dimensions. So I think that's really useful for our clinic. So, and I promise you, it's all very simple. For my mind, I'm not too good at complicated things. And so this is wonderful for my mind that it's simple. Alexander hat gesagt, also vielen Dank, das waren nochmal ganz tolle Informationen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Muskeltesten für diese verschiedenen Dimensionen einfach nochmal viel mehr Spaß macht. Und Charlotte hat gesagt, vielen Dank. Und ich kann euch auch versichern, dass es ganz einfach ist, weil mein Verstand funktioniert so, dass er einfache Sachen eigentlich am liebsten mag. Also es ist etwas, was jeder am Ende verstehen kann. So, thank you very much, Charlotte. I think Michael, hast du eine Frage? Wäre wunderbar. Ja, ich würde gerne wissen, wie die kodierten Kristalle zum Einsatz kommen bei dieser Methode. I would like to know how the coded crystals come into play in this method. Yeah. This is a close collaboration with the light beings in 5D Lightship City of Light.
Where I am the representative, for instance, here on Earth, I have an uncoded crystal. And then with the energies and frequencies that are transmitted from the light ship, the energies and frequencies are encapsulated inside the crystal tool. And then we can use them either as kinesiologists or other people can use them as well. And then we receive the energies and frequencies directly from space or the light ship. Also tatsächlich ist es so, dass diese kodierten Kristalle stammen aus einer engen Zusammenarbeit mit der 5D City of Light Lightship, der ich ja angehöre. Und tatsächlich ist es so, dass wir einen unkodierten Edelstein nehmen und dass durch die Informationen, die ich empfange, dieser unkodierte Stein dann kodiert wird. Und dann können wir als Kinesiologen oder auch andere Leute können dann diesen Stein verwenden und können so die Informationen und die Energien aus der fünften Dimension über diesen Stein tatsächlich bekommen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt, Charlotte. Yeah, you have. The one course that we are going to do is by the coding tool. This is a method where you can learn to make your own simple codings. And even though I say simple coding, it is actually quite advanced. Yeah. Und in diesem einen Workshop, den wir anbieten, geht es darum, wie ihr auch lernen könnt, eure eigenen Symbolkodierungen vorzunehmen. Und auch wenn ich hier sage Symbol, ist es tatsächlich schon ein fortgeschrittenes Stadium. And the second course is with six different coded crystal tools that are highly advanced. And where you will learn how to work with them in a kinesiology session to, for instance, balance a person's 12 chakras. Okay. Und in diesem zweiten Kurs geht es dann tatsächlich darum, dass wir mit sechs kodierten Kristallwerkzeugen arbeiten. Das ist wirklich sehr fortgeschritten. Und mit diesen Werkzeugen kannst du dann zum Beispiel das 12-Chakra-System eines Klienten balancieren. Okay, danke. You're welcome. I hope to see Thank you. Many of you. You're very welcome. Also ich hoffe, dass ich bei dem Kurs viele von euch sehe und ich hoffe das auch. Wunderbar. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt gerade haben wir noch die Zeit. Die Informationen zu den Kursen und auch die Aufzeichnungen schicke ich euch, wie gesagt, morgen oder übermorgen, je nachdem, wie schnell das geht mit dem Hochladen. Und da werden wir auch nochmal die PowerPoint-Präsentation mitschicken. Damit kann man ja dann tatsächlich auch schon praktisch was anfangen. Deswegen freue ich mich, dass wir euch die auch zusenden können, kostenlos. Und hoffe natürlich auch, dass wir uns dann wiedersehen in den Kursen. Also von meiner Seite schon mal einen wunderschönen Abend und schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden. Vielen Dank. See you later.